Okay, wir sind wieder zurück. Herzlich willkommen zu 4-2. Ich habe aus Versehen den falschen Knopf gedrückt. Deshalb war der vorige Part so lange. Naja, so, dann machen wir jetzt weiter. Sind wir noch im Abschnitt 6, Niedergang. Schön an der Wand hier nagelt. Wollen wir da mal gucken? Oh ja. Oh, war ja da. Alles schön mit Bolzen voll genagelt hier. Oh, der hat ja so einen Barcode drauf. Ob man den scannen kann? Ah, ich hab jetzt keinen Scanner. Achso, sollten euch meine Videos gefallen, lasst bitte einen Daumen hoch da, beziehungsweise kommentiert meine Videos. Ich danke euch. So. Machen wir mal weiter hier. Oh, das sieht nicht gut aus. Ah, hier haben wir nochmal Lesestoff. So, bitte wieder Pause drücken. Wer lesen möchte, danke euch. Okay. So, diesmal habe ich nicht den falschen Knopf gedrückt. Diesmal können wir die Aufnahme weitermachen. So. Medikits haben wir wieder voll. Oder Mini-Packs. Haben wir wieder drei. Das ist sehr schön. So, dann können wir das Ding ja starten hier. Wo fährt er denn sonst hin? Da drüben fährt auch noch einer. Scheiße. Ach, okay. Geschossen wieder mal. Wo schießt denn der? Sehen die überhaupt gar nicht. Also. Immer wegen Anwesen oder das ist er weg.
Ah, oh, wir kommen da nur noch, ey. Kommen Sie schon wieder ein. Man nennt es hier auch nur einfach nur wilde Ballerei hier. Schläger Ratte, Alter. Auf dem Hinterhalt. Okay, Speicherpunkt erreicht. Scheiße! Was? Verlassen Sie das? Ja, ich bin ja schon dabei. Ach, ich wüsste ja nicht wohin. Ach man, das kann doch nie mit mir passieren, ja. Wir probieren es nochmal. Oh, nochmal die andere Ballerei. Ja, allzu viel kann es ja nicht mehr sein. Jetzt haben wir. Ah, der hat beschossen. Nochmal. Das ist aber auch heftig hier. Ja, das war ja.
Ja, bin ja dabei. Mann, ey. Immer da, immer da. Also ist das halt, ihr kennt das halt noch nicht. Ja, wir sind ja dabei. Ach, das ist doch nicht hier, wo das ist, ey. Er verarscht mich doch hier, oder was? Dann gucken wir einfach nochmal. Ganz ruhig bleiben. Wir gucken wir mal. Ich entschuldige mich schon mal hier für die ganze Weiberei hier. So, ich kann es dann noch ausschneiden für euch. Ja. Ist ja komisch. So. Den ganzen Blechschaden überleben wir, aber den Rest nicht. So. Dann machen wir mal weiter. Ach, das ist mit dem Pferd, mit was wir gefahren sind. Schon wieder weg, ey. Willst du? Laufen kommt er, dann ist er wieder weg und. Jetzt ist er da hin. Jetzt hier so nach oben. Die schon wieder. Minikit, warte mal, wir haben ja Gott sei Dank haben wir noch eins. Ich habe mal wegen einer anderen Knarre hier.
Ja, keine Munition mehr drauf. Nein, 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 ich wollte da noch ja nicht runter, du bleib da mal. Unruhig hier. Warte mal, das müssen wir uns noch mitnehmen. Ein bisschen Lesestoff hier. Für die Leute. Für euch. So, ihr habt da noch was? Bitte wieder Pause drücken, wer lesen möchte. Dankeschön im Voraus. Und wir machen weiter. ...144 Schuss, naja. Er scheint wohl richtig Schmerzen zu haben. Wieder weg. Granaten sind auch voll. Haben wir noch was zum Lesen? Okay. Oh, ist aber viel. Oh, da haben wir noch vergessen. Eine Knarre haben wir da. Gucken, welche tauschen wir noch aus. Auf jeden Fall Sniper, die brauchen wir nämlich nicht. Da haben wir auch nicht viel Schuss drin. Ja, ich bin schon für Waffe, die brauchen. Wenn wir gleich wieder auf so einen Roboter treffen hier. Tut er so, als ob er. Ihn auf gelassen macht, ja. Hier haben wir noch eine Leiter. Hier unten haben wir auch eh, ne? Da werden wir auch noch mal runter hin kurz. Okay. So. Wieder ein bisschen Lesestoff. Ja, Pause drücken bitte. Dankeschön. So, dann denke ich mal, wir haben mal irgendwo hier hochschnippeln. Und dann, ja. Okay. Da ist das Ding. Sollen wir weiter probieren? Ach, hier. Weiter wieder runter. Ja, aber.
fällt dann aber auch wieder hoch. Warte mal. Automatik tritt wieder in Kraft und der fährt dann halt innen wieder hoch. Steht da. Bin nicht aufgepasst. Ist doch nicht wahr. Na gut. Also wie gesagt, umso weiter man kommt, umso schwerer wird das auch jetzt. Also dann wie, also nicht mehr so einfach. So. Hoffen wir mal, dass wir diesmal nicht sterben. Entschuldigung. Ja, wo sind sie? Die Mistviecher, ey. Den haben wir. Ich hab's doch nicht, ey. Kann doch nicht sein, ey. Irgendwas ist, also. Kann doch sein, dass heute nicht mein Tag ist, oder wie? Ah ja, bin halt ein Noob. So, okay. Probieren's einfach nochmal. Ah, wir machen es anders. Wir machen es mal hier lang. Kann er ja da hochfahren. So. Aha. Ja, mal. Oh, da ist er. Vier Gegner waren es insgesamt. Vier Stück. Gut. Aber wie gesagt, das Fehler lernt man ja. Nicht immer, aber meistens. Okay, ich denke mal, wir müssen jetzt auf die Brücke. Ja, die Tinkpads da noch aus. Okay, dann machen wir das einfach. Mann, hoch. Noch mal so ein Ding, oder wie? Aber das nur, ups, nur auf der anderen Seite. Wo ist denn der? Ah, bestimmt der da oben drauf.
Macht auf jeden Fall komische Geräusche, der Mann. Gut, also holen wir mal das Ding hier runter. Stopp, 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 stopp. Und dann nehmen wir die mit. Okay. Ach, da steht er. Hä? Jetzt haben wir mehrmals auf den geschossen. Der kickt mich doof an, aber getroffen halt nicht. Naja, wir haben vielleicht noch ein bisschen Rüstung. Alter Schwede. Mistvieh. Keine Munition mehr. Oh je. Oh je, Mini. Okay, denke mal, wir müssen ins Licht. Geschafft, bleib weg! Hey! Was machen wir weiter? Ja, das ist der Einzige, was ich jetzt noch benutzen kann, diese Knarre hier. Ansonsten hilft nämlich nur eins und das ist dann nur noch Nahkampf. Ich glaube nicht, dass wir mit Nahkampf weiterkommen. Moment. Da haben wir noch was Schönes. Ey, mal Lesestoff noch. Bitte wieder Pause drücken. Dankeschön. Kann man hier nochmal drücken? Nö, kann man nicht. Okay. Aber wir kriegen noch eine schöne Panzerung. Stopp. Kommt da was? Kriegen wir doch wieder Sniper, die Knarre. Okay. Wie es aussieht, müssen wir. Was? Doch wieder Sniper hier. Ja, was hat er denn jetzt? Was hat er jetzt immer? Ah. Er hat die hintere Tür geöffnet für uns.
So, wir gucken mal kurz, ob das zu Snipern gibt. Ja, gibt das. Oh, ist das eine Sau. Könnte Feuerschießen sein. Wenn ich da mal einen geilen Schuss gerade eben. Gucken, ob noch was zu snipern gibt hier. Moment. Haha. Wir suchen die Gebiete noch immer ab. Oben war ja auch nicht mehr. Da war nur ein Sniper, den haben wir weggeschossen. Okay. Wenn wir Glück haben. Auch nur wenn wir Glück haben, dann haben wir alle. Drei Schuss, oh wei, ei. Sniper haben wir nochmal bekommen. Ein bisschen Munition dafür. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch weiter snipern hier. Volltreffer. Sicherheitsabschaltung eingeleitet. Nein! Also Sniper gibt's ja hier erstmal nicht. Hört sich nicht gut an. Naja. Okay. Hindernis. Sicherheitsabschaltung eingeleitet. Bahn deaktiviert. Scheiße. Hindernis. Sicherheitsabschaltung eingeleitet. Bahn deaktiviert. Jetzt pumpen wir mal. Okay, na, welche Knarre war jetzt austauschen?
Und so eine Schrottknarre hier. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Scharfschützen im Erfolg. Da haben wir eine schöne Weste. Ist immer gut. Die brauchen wir auf jeden Fall. Die müssen wir mitnehmen. So. Jetzt ist wahrscheinlich richtig Krieg, ja. Bleib mal stehen. Yeah.
denk mal, wird reichen. Okay. Mal noch ein bisschen Munition sammeln. Also ohne die kugelsichere Weste wären wir jetzt schon tot gewesen. Ja. Die Frage, müssen wir denn überhaupt runter oder müssen wir nicht runter? Die sind ja von da oben gekommen. Der Vorteil ist, dass das alles keine Sniper waren. So, vielleicht können wir jetzt damit wieder fahren. Schauen wir mal. Ja. Okay. Erstmal nachladen kurz. Reload. Und Action. Super, das ist so schön. Wir fahren. Ich habe mich unterwegs durch Herford Staaten gewöhnt und einen Bericht über Alma gefunden, den du hören solltest. Mit 8 wurde Alma Wade in die Kammer gebracht. Ihr eigener Vater steckte sie in einen Suspensionstank und versetzte sie ins Koma. Er dachte, dass sie nie mehr daraus erwachen würde. Nun, mit 15 erwachte sie, nachdem sie den ersten Prototyp zur Welt gebracht hatte. Der zweite Prototyp kam ein Jahr später zur Welt. Auch bei ihm erwachte sie. Sie mochte es nicht, dass man ihr die Babys wegnahm. Jahre später entschied man, dass sie zu gefährlich sei. Nachdem man erkannt hatte, dass sie die Handlungen des zweiten Prototyps beeinflusste, obwohl sie bewusstlos tief unter der Erde in einem telestetischen Unterdrückungsfeld eingesperrt war. Man schaltete die Lebensunterstützungssysteme ab und versiegelte die Anlage. Man wollte sie in dem lausigen Tank, in dem sie seit ihrer Kindheit trieb, im Fruchtwasser ertrinken lassen. Ihr Herz quittierte den Dienst, aber ihre psychische Signatur nicht. Nur wenige können sich einfach weigern, zu sterben. Paul und Wade hat recht. Wir schaffen uns unsere eigenen Monster, die uns dann heimsuchen. Ja, die Alma ist die Schlimmste hier. Okay. Wir sind angekommen. Oh, kommt ja keiner raus hier ran? Staunig, ja. Alma, hau ab! Hau ab, Alma! Ah, du. Ah. Die Alma. Die will mich unbedingt töten. Komm ja nicht hoch. Ja, wie soll ich denn da rankommen? Ja, wir müssen uns einen Weg bahnen. Naja, dann schauen wir mal. Alma, hau ab. Aber das ist schon mal gut, dass es kein drittes Mal versucht. Also jetzt nicht. Mich zu töten, wie gesagt. Doch. Das ist Sau. Ups,
Alma kannst du nicht lassen. So. Ne? Still Island. Hier los. Bringt sie in die Kammer. Ja. Okay, das ist das Video dazu gewesen. Sowieso. Packet, ich hoffe, du bist hier. Okay, wir machen jetzt hier Part Ende und sehen uns wieder am nächsten Part. Bis dahin, ciao!